Hi, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute wieder mit mir. Ich bin Melli. So, wie ihr seht, ich stehe in meinem Wohnwagen. Ich stehe quasi auch in meiner Küche. Okay, das ist jetzt bei mir nicht so schwierig, weil ich stehe auch gleichzeitig in meinem Wohnzimmer und in meinem Schlafzimmer. Anyway, ich habe letztens den Omnia-Backofen für mich entdeckt. Ich habe ja einen Zitronenkuchen im Omnia-Backofen gemacht und der ist so geil geworden. Wirklich so lecker. Und da habe ich mir jetzt ja geschworen, ich möchte den Omnia noch mehr testen. Ich möchte jetzt nicht nur einen Auflauf da drin machen und mein Brötchen aufbacken, sondern ich möchte einfach was ausprobieren. Was geht da noch drin? Und wo wir jetzt schon beim Backen waren, dachte ich, mache ich etwas, was zu Zeiten von Corona irgendwie so voll der Trend geworden ist. Und zwar Bananenbrot. Habe ich richtig Bock drauf. Ich habe auch noch ein paar sehr reife Bananen. Man muss ja sehr reife am besten dafür nehmen, weil die am süßesten sind. Deswegen passt es mir gerade ganz gut in den Sinn, dass ich das jetzt heute mit euch mache. Und ob das was wird, kann ich natürlich wieder nicht sagen, weil es das erste Mal ist, dass ich das im Omnia mache. Und ich nehme euch einfach mit, so wie ihr das kennt. Wenn das Ergebnis scheiße ist, ja, dann seht ihr das. Und wenn es gut wird, dann könnt ihr es nachmachen. Ja, so sieht's aus. Würde ich mal sagen, let's go. So, als erstes zeige ich euch einmal die Zutaten. Und zwar, was brauchen wir? Wir brauchen Bananen, möglichst reife Bananen, weil die einfach süßer sind. Dann brauchen wir Backpulver, dann brauchen wir Vanilleextrakt, dann brauchen wir Mandeln oder andere Nüsse, Datteln, Kokosöl, Dinkelvollkornmehl, Mandelmilch, oder es heißt jetzt ja Mandeldrink, you know, weil es keine Milch ist, eine Prise Salz und bei mir in das Bananenbrot kommen immer noch solche Schokoflocken, Schokoplättchen rein, weil ich einfach Banane und Schoko mega, mega lecker finde. So, that's it. Und was wir natürlich brauchen, den Omnia, den werde ich jetzt rauskramen. Dann würde ich sagen, positioniere ich euch wieder da oben, sodass ihr hier rauf gucken könnt und dann könnt ihr euch dort angucken. Yes, yes. So, Dille, ich habe mich ins Backoutfit geschmissen und meine Schürze angezogen. Irgendwie finde ich, muss das so standesgemäß sein. Fühlt man sich gleich so ein bisschen hausfraulicher. Also, heute habe ich keine Lust, meine ganze Deko abzuräumen. Deswegen habe ich mir jetzt hier nur diesen kleinen Gaskocher hingestellt, weil ich muss einmal kurz Kokosöl erwärmen. Wer Kokosöl kennt, das ist ja normalerweise hart. Außer es wird warm, dann wird es flüssig. Das heißt, wenn du im Sommer unterwegs bist, dann ist es auch flüssig. Eignet sich übrigens, habe ich schon, glaube ich, in einem anderen Kochvideo, ich weiß gar nicht mehr in welchem gesagt, eignet sich super für alles Mögliche. Das kann man zum Händeeincreme nehmen, das kann man zum Abschminken nehmen, selbst wasserfestes Make-up geht damit top ab. Und es ist halt auch gut für empfindliche Haut. Also das ist echt so ein Allrounder und man kann damit super braten, weil das gut hoch erhitzbar ist. So, also anyway, ich brauche, muss noch einmal kurz ein bisschen Kokosöl erwärmen, deswegen habe ich jetzt hier so einen Mini-Top. Und letztendlich muss dann der Omnia nur auf eine Platte und dafür wollte ich jetzt hier nicht alles hochrödeln. So, wir fangen an mit dem Mehl. Ich habe jetzt ja diese kleine Waage. Da haben mich letztes Mal ganz viel gefragt, Melli, wo hast du die her? Ich habe die von eBay Kleinanzeigen. Ich mag total gern Secondhand kaufen. Und ich habe die wirklich von eBay Kleinanzeigen gekauft. Deswegen, keine Ahnung, ich habe schon versucht, eine ähnliche herauszufinden. Finde ich aber leider nicht. Sorry. Wenn ihr jetzt nicht eine Waage an Bord habt, dann könnt ihr halt auch so einen Messbecher nehmen und gucken, dass ihr da irgendwie ein bisschen mit zurechtkommt. Backen und generell kochen ist ja ganz oft irgendwie so, dass das so ein bisschen, meine Oma sagt ja immer so, Freischnauze ist, ne? So, ich versuche jetzt mal nicht Freischnauze, sondern ich versuche jetzt mal nach Rezept. Bin echt gespannt, ob das, oh. Ich hole mal das hier mit raus, dann fliegt mir das dann nicht ständig so raus. Warte, ich mache jetzt eine Pause. Zack. Und jetzt den Rest. So. Das war das Dinkelvollkornmehl. Ich habe das jetzt in der Bio-Abteilung von Edeka gefunden. Also müsst ihr mal gucken, wo ihr das findet. Aber also das hier ist jetzt von Edeka. So, dann kommt ein bisschen Backpulver noch hinzu.
Da lag gerade tatsächlich ein Messer so, dass ich voll reingegriffen habe. Das ist nicht schlau. Eins. Ja. Ja, das kommt so hin. Zwei. So, was kommt da jetzt noch zu Prise Salz? So ein bisschen. Zack. So. Das Ganze kann jetzt schon mal verrührt werden. So, das war der erste Streich. So, das war jetzt auch nicht so schwer. Heute kommt übrigens nicht meine Makita zum Einsatz, sondern das ist alles so ein bisschen Handarbeit. Dafür kommt ein Pürierstab, den brauchen wir. Den brauchen wir nämlich gleich. Aber erstmal muss ich wieder was abwiegen, und zwar das Kokosöl. Ach, das ist natürlich jetzt peinlich. Oh ne, geht. Ich dachte, ich mache mich jetzt hier schon voll zum Affen. Das ist halt das Schöne im Sommer, dann ist das echt schon weich. Weich. Ich liebe Kokosöl. So. Ist halt so ein Allrounder, ne? Super Zeug. So. Wieder mein Bananenbrot, ne? So. Zack. Und das schmeckt tatsächlich nach Kokos, falls jemand sich das jetzt fragt, falls jemand das noch nicht kennt. So, das Ganze erwärme ich jetzt kurz im Topf, damit das flüssig wird. Geht auch recht schnell, denke ich mal, hier im Topf. So, und in der Zeit kann ich schon mal, was kann ich denn schon mal als nächstes machen? Die Datteln. Oh ja, das wird jetzt so ein Spaß. Also ich muss jetzt Datteln zusammen mit dem Mandelmilch pürieren. Und wer Datteln schon mal püriert hat, also ich persönlich liebe Datteldip. Ich liebe es so sehr, aber Datteln, ach, die kleben so sehr, aber die geben natürlich letztendlich dem Bananenbrot auch diese geile Süße und diesen geilen Geschmack. Huch, geht das hier flott, die Karotti. Die kleben unfassbar doll und das ist echt eine Matscherei. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich, Leute. Es lohnt sich. Hui, das geht hier aber ganz flotti. So. Und zack, geschmolzen. Seht ihr? Fertig. So, das lasse ich nochmal kurz runterkühlen. So ein bisschen. Die kommen erstmal beiseite, die brauche ich nämlich jetzt noch nicht. Machen wir mal ein bisschen Platz, ne? Da brauche ich auch erst am Ende. Die kann ich gleich schon benutzen, das geht. Noch irgendwas? Die können eigentlich jetzt schon rein. Ich habe jetzt fertig gehackte Nüsse genommen. Also ich habe jetzt Mandeln genommen. Man kann aber auch andere Nüsse nehmen, ne? Wenn man jetzt sagt, man hat Bock auf ein bisschen mehr Haselnussaroma oder ein bisschen mehr Walnussaroma oder whatever. Oder wenn man gerade noch Nüsse übrig hat vom Studentenfutter oder so, kann man die auch nehmen. Ich habe jetzt aber schon gehackte genommen, weil ich keinen Bock auf Nüsse hacken habe. Also da bin ich tatsächlich super faul. Von daher... Es gibt aber dem ganzen Bananenbrot einfach nochmal so einen kleinen extra Schmackes, ne? So. Nüsse können wir auch rein. Bin echt gespannt, ob das was wird. So, und jetzt kommt mein Lieblingsteil. Jetzt muss ich die Datteln klein machen und dann mit dem Mandelmilch mit dem Pürierstab bearbeiten. Let's go.
jetzt kommt der spaßige Teil, jetzt wird es richtig klebrig. Jetzt habe ich die Datteln so ein bisschen klein geschnitten, die waren halt schon entkernt, ansonsten müssen natürlich die Kerne raus. Zusammen mit der Mandelmilch und das Ganze wird jetzt zu einer Paste verrührt. Oh, wollen wir mal gucken, ne? So, Paste ist fertig. Ich gucke jetzt nochmal, ob die auch wirklich die überall alles mitgenommen hat. Jo, komplett breiig. Das ist super. So. Und jetzt, next step. So, als nächstes werden jetzt von den 4 Bananen, 3 Stück zermanscht. Das kann man mit einer Gabel machen. Ich habe jetzt einen Kartoffelstampfer dabei. Die sehen jetzt halt echt nicht mehr so sexy aus, aber das macht absolut gar nichts, weil je süßer sind die ja, ne? Außerdem werden die ja eh gleich gebacken, da sieht man dann eh nichts mehr. Zack. Und zack. So, was da auch schon direkt mit zu kann, ist das Vanillearoma. Ich nehme da halt wieder dieses Tütchen von Dr. Oetker. Weil das einfach, also ich habe damit echt immer gute Erfahrungen gemacht, es schmeckt gut. Fertig. So, und dann kommt da noch die Paste mit hinzu. Ich muss das eh gleich alles hier mit verrühren. Habe ich eigentlich mal erzählt, kann sein, dass ich das schon mal in einem Video erzählt habe, ich weiß es nicht. Man nennt so einen Teigschaber ja auch umgangssprachlich oder, keine Ahnung, auf lustig, Kinderschreck. Ich habe damals, als ich davon erfahren habe, dass das Ding Kinderschreck heißt, gedacht, das kommt so aus alten Zeiten, wo man halt damit noch so einen Klaps auf den Arsch bekommen hat. Nein, das nennt man Kinderschreck, weil man damit die Sachen so sauber kriegt, dass die Kinder das nicht mehr auslecken können und auslöffeln können. Diese bösen Gedanken von mir. So, und jetzt wird das Ganze zermanscht. Boah, es riecht voll geil nach Vanille. Geht aber auch mit einer Gabel, ne? Also, ich habe so ein. Ich hatte den mal über irgendwie. Deswegen habe ich den mit im Wohnwagen genommen. So, und weil das Kokosöl hier schon fast am Absegeln ist, kommt das mal auch noch mit hinzu. Zack. So, und das Ganze wiederum wird jetzt zusammengeführt. Und das Ganze wird jetzt auch wirklich nur von der Hand verrührt. Also, das ist es schon. So. Es ist mir ein bisschen warm. Es dauert einen kleinen Moment, aber irgendwann verbindet sich diese weiche Masse mit der staubig trockenen Masse und dann ist das so ein schöner Brei. Jetzt kommt der Omnia zum Einsatz. Ich benutze ihn natürlich mit der Silikonform, damit das nicht festpoppt. So. Schön. Und da
kommt jetzt noch die letzte Banane rauf. Die schneidet man so längs und dann kann man die da noch so draufpacken. Ich guck mal, ich versuche die mal so in drei schmale Scheiben zu schneiden. Oh. Ja, das war's mit den drei schmalen Scheiben. So, dann kann man die dann nämlich noch so reindrücken. Verdammt! Ah, ich habe die Schokoplätzchen vergessen. Oh, oh, großer Fehler. Nee, das muss bei meinem Kuchen tatsächlich rein. Scheiße. Scheiße. Ja, das ist so ein typisches Ding, Melli. Oh, ja gut. Wie mache ich das denn jetzt? Hole ich das jetzt wieder raus? Das ist ja auch kacke. Ja, ich hole es wieder raus. Was soll der Geiz? Oh nee, die müssen bei mir tatsächlich, müssen die rein, weil ich das so geil finde. Naja. So viel zu gescriptete Videos. Scheiße. Oh Gott. Oh. Naja, darf auch nicht zu viel stöhnen, weil sonst wird es wieder FSK 18. So, gut. Tada! Gut, dann kommen jetzt die Schokoplätzchen rein. Nicht vergessen, wenn ein Schokoplätzchen steht, dann muss ich auch reinmachen und nicht nur davon reden. Das ist echt so nach eigenem Gusto. Ich mag das ganz gerne. Muss man aber nicht. So, jetzt sind die ja drin vor allem. Oh, das schmeckt so geil, wenn man da diese Schokostückchen drin hat. Da kann ich mich echt reinsetzen. So, auf ein neues. So, aber ich lege hier mal was drunter, weil eben, als ich das so gedreht habe, dachte ich so, ah, ich habe ja meine Arbeitsplatte hier nur beklebt mit so einer Dekofolie. Und ich glaube, diese Unterseite, also diese metallene Unterseite hier so drauf rumzureiben, ist auch nicht so eine schlaue Idee. Arbeitsflächen sind ja in der Regel schon ein bisschen robuster gemacht als so Klebefolien. So, jetzt wird da ein Schuh draus. Geil. Das sieht doch gut aus. So. Toll. Dann können jetzt die Bananen rauf. Zack. Zack. Und zack. So. Und dann kommt das Ganze jetzt auf den Herd. Und dann mal gucken, wie lange das braucht. Ich habe keine Ahnung. Also in der Regel eigentlich so 30 bis 40 Minuten. Je nachdem, wie glitschig man das auch noch haben möchte. Ich mag Bananenbrot echt, wenn das nicht so, Omi sagt immer, feucht. Wenn das mal echt so ein bisschen matschig ist, finde ich das super. Ich werde es einfach mal wieder zwischendurch ausprobieren und dann mal gucken, wie es so läuft. So, ich habe jetzt nach 30 Minuten schon mal reingeguckt, da war das Ding noch total roh. Jetzt haben wir 40 Minuten vergangen. Wir können mal zusammen einen Blick reinwerfen. Es ist mittlerweile schon dunkel geworden draußen. So. Das ist übrigens super praktisch. Ich habe irgendwie hier so einen alten Korkuntersetzer. Der passt perfekt
der Omnia drauf, also auch wenn man ihn dann nicht braucht. So, also es sieht schon so ein bisschen... Oh, ist noch derbe weich. Nee. Gott, die Schokolade hier ist ja noch nicht mal richtig geschmolzen, ne? Nee, das muss wohl länger, ne? Ich habe halt auch super kleine Flamme gemacht. Naja, dann lassen wir den halt nochmal 10, 20 Minuten. Soll ja nicht mehr roh sein, ne? Gucken wir mal gleich. Whatever. Eine Stunde ist vergangen und ich würde sagen, wir werfen nochmal einen Blick rein in den Omnia. Das sieht hier immer noch alles aus. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Machen wir das mal hier wieder hot beiseite. So. Also es ist weich. Ah, hier zum Beispiel die Schokolade ist immer noch nicht so ganz geschmolzen. Na doch. So, ich piek da jetzt einmal mal mit irgendwas rein. Ich hab da hier irgendwo mein cooles Thermometer da. So. Auf jeden Fall, ich will jetzt gar nicht, mir geht es nicht darum, dass ich Temperatur messe, aber es bappt nirgendwo mehr hier Teig dran. Seht ihr das? Das ist eigentlich die wichtigste Info, die ich haben wollte. Dann würde ich sagen, ist das Ding jetzt fertig? Oh, jetzt wird das hier aber ein Rangieren. So. Jetzt habe ich von einem Campingkoch-Set habe ich noch so einen Greifer. Das ist total cool. Ich glaube, die kann man auch nachkaufen. Und dann kann man das nämlich so runternehmen. Und dann kann er da jetzt ein bisschen auskühlen. So. Vielleicht stelle ich den auch gleich einfach raus, dass er mal richtig runterkühlt. Und dann hole ich euch gleich dazu, wenn ich ihn aufschneide. So, tada. Das Bananenbrot ist fertig. Also zumindest glaube ich es. Es fühlt sich auf jeden Fall schon ganz gut an. Sieht auch von unten echt ganz gut aus. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sich verhält, wenn man es anschneidet. Also Bananenbrot, also wenn ich es mache, dann ist das eh immer so ein bisschen sapschig, matschig, nicht trocken. So. Ich bin ja ehrlich, zu Hause gefällt es mir besser, weil es noch ein bisschen sapschiger ist. Vielleicht hätte ich es nicht ganz so lange backen sollen. Also ich würde mal sagen, 50 Minuten reichen, nicht eine Stunde. 50 Minuten auf kleiner Flamme, dann ist es, glaube ich, noch schön matschig. Also schmeckt geil, vom Geschmack her gar keine Frage, aber ich mag es lieber, wenn es so richtig matschig ist. Aber es ist trotzdem lecker. Kann man machen. Also, Fazit. Erstmal aufkauen. Fazit. Bananenbrot im Omnia geht. Also, auf jeden Fall freue ich mich auf mein nächstes Backprojekt. Backen im Omnia macht echt Spaß. Man muss, glaube ich, echt immer so ein bisschen variieren, was die Zeit und die Intensität der Gasflamme anbelangt. Eine kleine Gasflamme ist natürlich viel cooler, weil die kommt viel besser, ich sage ja immer Vulkan, zu diesem inneren Teil, also zu diesem Loch, ist dort natürlich viel besser positioniert als eine große Flamme. Von daher muss man da immer sich so ein bisschen einpendeln und das sind immer nur so circa Werte, die so in diesen Omnia-Rezepten jetzt auch von mir weitergegeben werden an euch, weil ihr habt vielleicht eine ganz andere Flammengröße oder eine ganz andere Intensität irgendwie hinten, also hinter eurem Gasherd. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal ein bisschen weniger Zeit bei meinem Bananenbrot machen, in meinem Wohnwagen. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal machen, weil ich liebe Bananenbrot. Das ist ein geiler Snack, den man mitnehmen kann. Das ist relativ gesund und schmeckt gut. Zumindest, wenn man Bananen mag. So. Und kurz vor Ende dieses Videos möchte ich noch meine Samira grüßen. Von der habe ich das Rezept. Die hat mir nämlich auf dem Caravansalon 2020, letztes Jahr, hat die mir nämlich ein Bananenbrot vorbeigebracht. Und seitdem bin ich total im Bananenbrotfieber. Ne? Also in diesem Sinne, liebe Grüße an dich, meine Süße. Und an alle anderen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Ciao, ciao.